Hast du Tonausschläge? Kannst du was hören? Einen wunderschönen, ihr Lieben. Ich möchte euch etwas richtig Geiles zeigen. Und zwar Canon WM-V1 Bluetooth-Ansteckmikrofon. Da machen wir jetzt ein kleines Unboxing. Ich würde euch gerne mal zeigen, wie das bei euch zu Hause ankommt. Und wir machen auch so einen Reichweiten- und Qualitätstest daher hier in der Wohnung und einmal draußen. Aber ich wollte euch das einfach mal zeigen, weil das Ding richtig fett ist. Ja, Ansteckmikrofone kennt man vielleicht so aus dem Fernsehen. Ne? Da gibt es die Leute, die haben diese Lavalier-Mikrofone und hinten so eine Funkstrecke dran, ne, wo das sendet. Und sind auch ziemlich teuer. Und das ist halt eher so ein Gerät, was zum Beispiel 150 Euro billiger ist als zum Beispiel jetzt dieses The Rode Link irgendwas. War lange am überlegen, aber ich mir gedacht, komm, ich bestell's mal einfach. Ich zeige euch jetzt einfach mal, wie das da bei euch zu Hause ankommt, wenn ihr euch das bestellt. Hier haben wir einmal der Receiver. Der kommt so in einem kleinen Tütchen. Wird an der Kamera befestigt. Dann haben wir natürlich das eigentliche Mikrofon. Das ist dieses hier. Diese zwei Sachen kommen an. Also das ist eigentlich das Hauptding. Dann ist hier noch so ein Kabel dabei. Das ist zum Verbindung vom Receiver zur Kamera. Und dann kommen auch noch hier so ein paar Kopfhörer und noch so ein kleiner Popschutz, also dass es hier so ein bisschen windig ist oder so, ne, dass man das drauf machen kann. Outdoor-Test, den ihr gleich sehen werdet, habe ich das auch drauf gehabt. Ja, und da habe ich mich halt einfach für dieses System hier entschieden und wollte es einfach mal ausprobieren. Wenn es scheiße gewesen wäre, hätte ich es zurückgeschickt. Das Einzige, was mich jetzt hier an diesen Mikros gestört hat, als ich sie ausgepackt habe, ne, nehme ich sie so in die Hand. Und ja, ist von Canon, ne, aber es fühlt sich irgendwie saumäßig billig an. Ne. Da war ich ein bisschen skeptisch gewesen anfangs, weil ich glaube, dass wenn dir das Ding runterfällt, dass es im Arsch ist. Ne. Aber da muss man ein bisschen pfleglich mit umgehen. Ich habe ja jetzt standardgemäß immer das Rode Video Mic genutzt, aber es ging mir halt extrem auf die Nüsse, weil einerseits der Ton rauscht und andererseits ist es halt scheiße mit so einem Richtmikrofon. Du musst halt immer drauf gucken. Ne? Wenn du jetzt ein bisschen wegdrehst, dann ist der Ton wieder anders da oder wenn du mal ein bisschen weiter weggehst. Das ist ein viel zu krasses Geäxel. Wie das Ganze an der Kamera angeschlossen wird, das kann ich euch gleich noch zeigen. Jetzt kommen wir erstmal zum Test. Viel Spaß. So, jetzt habe ich mir das Ding mal angeschnallt. Ich stehe jetzt ungefähr circa 1 Meter von der Kamera entfernt. Und jetzt laufe ich so ein bisschen in der Wohnung rum, wollen wir mal testen, so wie der Sound ist. Lässt einfach die Kamera an und ich laufe hier mal so stumpf durch. Gut, jetzt bin ich ungefähr, ich würde jetzt mal so schätzen, 4 Meter von der Kamera entfernt. Jetzt gehe ich einfach mal hier rein. So, jetzt stehe ich ganz am Ende vom Schlafzimmer. Jetzt würde ich mal so schätzen, dass das jetzt so 6 bis 7 Meter sind. Jetzt mache ich einfach mal die Tür zu. So, und jetzt habe ich die Tür zugemacht und bin immer noch 6 bis 7 Meter von der Kamera entfernt. Jetzt so ungefähr 2 bis 3 Meter von der Kamera entfernt. Jetzt rede ich mal ganz, ganz leise. Ganz, ganz, ganz leise. Jetzt rede ich mal wieder ein bisschen lauter, um auch mal zu gucken, wie das so abgeht. So, der Ton ist an der Kamera, den haben wir manuell ausgepegelt. Es gibt halt die beste Qualität. Wieder 1 Meter jetzt von der Kamera entfernt. Und jetzt gehe ich einfach mal hier raus in den Flur. Jetzt stehe ich ganz am anderen Ende vom Flur und gehe einfach mal durch eine Tür. Mach die Tür auf. Und gehe einfach mal hier rein und ich glaube, jetzt müsste das Kameramikro aufgeben. Jetzt mache ich die Tür noch zu. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt noch funktioniert. Hat er noch ausgepegelt? Hat man Tonausschläge gesehen? Echt? Krass. Jetzt gehen wir einfach mal raus und gucken mal, wie sich das Ganze draußen verhält. Hier vorne an der Straße, so mit den Autos, ein bisschen Wind. Und gucken mal, ob das wirklich 50 Meter sind. Und das sehen wir jetzt. Hast du Tonausschläge? Kannst du was hören? Ja? So, alles klar, ein wunderschön. So, jetzt sind wir draußen, sind ungefähr, ich würde jetzt mal grob schätzen, 10 bis 15 Meter von der Kamera entfernt. Wir haben hier Regenverkehr und jetzt wollen wir das einfach mal auf der Distanz testen. Ich habe jetzt hier noch den Popschutz drauf gemacht und ja, ich bin mal gespannt. Jetzt könnt ihr richtig sehen, wie viel Störgeräusche wir hier haben und dann marschiere ich jetzt gleich erstmal über die Straße. Ich würde jetzt mal grob schätzen, boah, ich würde jetzt mal sagen, so 20 Meter sind wir jetzt ungefähr von der Kamera entfernt. 20, 25 Meter könnten das locker sein. Ja, viele Störgeräusche hier. Jetzt laufe ich einfach mal ganz schnell mal über die Straße. Ja, es könnten 50 Meter sein. Locker. Heftig, dass das noch funktioniert. Ne? Krass. Kannst du mich eigentlich hören? Kannst du mich hören? Ja, jetzt kannst du mich hören. Gut, dann gehen wir einfach mal so ein Stück weiter und entfernen uns noch mal ein bisschen. Gehen hier in den Park rein. Gehe ich immer noch mal weiter. Weiter, weiter, weiter. Weiter. Jetzt gehe ich immer noch weiter. Und jetzt funktioniert es noch, ne? Ich kriege jetzt die Zeichen von meiner Freundin, dass ich weiter nach hinten gehen soll. Okay. Anscheinend funktioniert es noch.
Okay, funktioniert's? Echt jetzt? Noch weiter? Gut, dann testen wir das einfach mal. Und gehe ich noch weiter? Gehe ich nach hier? Jetzt geht's noch? Grob sagen, dass wir jetzt 60 bis 70 Meter von der Kamera entfernt sind. 60 bis 70 Meter kommt gut hin, ey. So, dann gehe ich jetzt mal weiter nach vorne. Ich hoffe, ihr konntet jetzt hier so einen kleinen Einblick kriegen. Ich glaube, 60 bis 70 Meter haben wir jetzt mal gut ausgetestet. Hier die ganzen Störgeräusche, das ist schon krass. Heftig, ja gut. Jetzt komme ich einfach mal wieder zurück. Alles klar. Und dann würde ich mal sagen, Reichweitentest haben wir absolviert. Ich höre mir das Ganze jetzt mal am Rechner an. Und dann schauen wir einfach mal, wie das Ganze so vonstatten geht. Okay, bis gleich. So, ja, hoffentlich konntet ihr euch ein bisschen überzeugen, wie die Qualität vom Ton ist. Ich persönlich finde es ja extrem geil. Jetzt möchte ich euch noch zeigen, wie man das an der Kamera anschließt, weil das ist auch wirklich easy. Ich habe jetzt einmal hier meine Canon 70D, mit der wir filmen. Und im Prinzip nimmt man hier einfach nur dieses kleine Kabel. Ich glaube, mal gucken, Mikrofon. Und dann steckt man einfach nur das Kabel hier vorne in den Receiver rein. Hier Mikrofoneingang von der Kamera. Und dann klickst du das hier auch noch rein. Und dann ist es schon verbunden. Was ich halt blöd finde, ist, dass hier kein Blitzschuhadaptergerät dran ist, ne? Sondern du musst jetzt hier das hier einfach so rein. Also ich klick's mir einfach hier rein. Man kann es auch bestimmt irgendwie anders da befestigen, aber ich habe halt jetzt hier diese Lasche. Und da hänge ich mir das einfach rein, ne? Kann die Action quasi losgehen. Wenn man das alles gemacht hat, ne? Dann geht man einfach auf beiden Mikros hier auf On. Jetzt seht ihr vielleicht hier dieses blaue Lämpchen. Und die synchronisieren sich jetzt. Achtung, und zack, jetzt haben sie sich. Guck. Und jetzt ist es quasi abrufbereit. Nur noch dran klicken und dann könnte man theoretisch direkt loslegen. Und den Ton an der Kamera ist auch wichtig, dass man das immer manuell einstellt. Also man kann ja den manuell auspegeln. In den Kameraeinstellungen muss man durchgucken. Dann steht eigentlich der guten Tonaufnahme nichts mehr im Weg. So, dann sind wir auch schon am Ende angelangt. Wenn dir das Video gefallen hat, lass einen Daumen da, würde ich mich sehr drüber freuen. Und abonniere unseren Kanal kostenlos. Verpasst keine Videos mehr und ich wünsche dir dann noch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.